Ja, das Coole ist, wenn man das Auto schon eingepackt hat in seinen Campingplatz und nicht in der Gegend rumfahren will, gibt es die Shuttle-Dienste, die sämtliche Stationen am Erzberg miteinander verbinden. Und genau eines dieser Shuttles werden wir uns jetzt schnappen und den Geländefahrbereich erkunden. Und da ist es schon. Grüß euch. Servus. Auf geht's. Du hast da die Möglichkeit, dass du frei fahren kannst, du hast ein super Gelände und es hilft eigentlich jeder. Ne? Also du kannst ausprobieren, was aus dem Auto rausgeht, weil das sicher jeder wieder raushilft. Also du musst die Chance nutzen, wenn du das hast. Wegen was kommt es hierher? Spaßfaktor, gerade, gute Laune, Leute. Ja, das Offroad-Gelände passt perfekt. Ja, und es ist natürlich auch einiges zum Ausschauen. Wetter wieder super. Ja, nette Leute. Wir haben gleich beim Herfahren in der Kolonne ein paar nette Leute kennengelernt. Also. Das Geniale natürlich an so einem Schlammdeich ist, dass es ständig Leute gibt, die stecken bleiben oder Hilfe brauchen. Also wenn Freundschaften geschmiedet werden, dann sicher auch hier.